Ich grüße euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Warhammer Fantasy Gaming News. Und wir beginnen mit Total War Warhammer 3. Und hinterlasst gerne ein Abo, wenn ihr mal up to date bleiben wollt. Und übrigens, der Steam Summer Sale, der ist gerade gestartet. Es gibt alle Spiele oder fast alle Spiele im Angebot. Schaut dort gerne mal rein. Say hat die Map gezeigt, die wir bekommen, inklusive der Seewege. Und ich habe darauf auch ein bisschen näher reagiert. Ich will darauf jetzt hier nicht groß noch mal eingehen. Danke übrigens für die zahlreichen Klicks und für die ganzen Likes. Ich bleibe für euch weiter auf dem Laufenden. Und dort bin ich ein bisschen näher drauf eingegangen, auch wegen der Waldelfen. Und ich habe das hier mal gestoppt. Der Great Book of Grudges hat ein Video dazu gemacht zu den südlichen Reichen. Also Skaven bleibt wahrscheinlich doch alleine mit einer Siedlung, aber man sieht hier doch deutlich, dass die Provinz anders gestaltet ist. Ich denke mal, es kommen vielleicht einfach nur ein paar neue Pässe hinzu. Dann Estalia hat jetzt ja zwei Provinzen und hat somit einige neue Siedlungen bekommen. Tilea hat eine neue Siedlung bekommen. Satosa ist verändert. Und die Grenzgrafschaften, die sind jetzt ein bisschen anders gegliedert. Die westlichen Grenzgrafschaften sind 4 Siedlungen und die östlichen Grenzgrafschaften sind 2 Siedlungen. Da bleibt natürlich viel Raum für Spekulation. Ich hoffe auch, die südlichen Reiche mit den Dogs of War, die kommen vielleicht doch noch irgendwann. Wir werden sehen und ich werde euch weiter auf dem Laufenden halten. Donnerstag kommt Patch 1.3. CA geht hier jetzt nicht ganz genau auf den Patch drauf ein. Das ist hier nur eine Vorschau und die wollte ich euch nicht vorenthalten. Und zwar bekommen wir 7 neue Regiments of Raynon für alle Fraktionen. Und die Eigenschaften, wenn man einen legendären Lord besiegt, die sollen ein bisschen angepasst und geändert werden. Wie genau, darauf gehen sie hier nicht ein. Und die Skillbäume von mehreren Helden und legendären Lords, die werden übrigens ebenfalls angepasst, denn es ist aktuell immer noch so, dass es einige Helden gibt, die nicht genug Fähigkeiten haben, wo man dann seine Punkte reinsetzen kann. Natürlich gibt es auch wieder Änderungen für die Reiche des Chaos, da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Dann haben wir KI-Nutzung von Ändern der Wege. Also mit Ändern der Wege ist ja dieser Teleport gemeint, mit dem die Siege-Armeen angreifen können. Und zwar soll diese nicht mehr verwendet werden können von kleineren Siege-Fraktionen, also nur noch von Kairos, im Moment zumindest. Und die Ablenkzeit wird auch erhöht, zumindest für die KI-Fraktionen, also für den KI-Kairos. Dann das Auge des Sturms Fähigkeit in Drachengestalt steht jetzt Miao Ying zur Verfügung, also mit Patch 1.3. Und ein bekanntes Problem ist immer noch, dass die Einheiten nicht so richtig gehorchen und die Wegfindung in den Belagerungsschlachten, die ist auch immer noch katastrophal von den ganzen Einheiten und das will man hier ein bisschen näher anpassen. Dann, es wurde festgestellt, dass Seuchen außergewöhnlich schwer zu bekämpfen sind. Also nehmen wir einige Anpassungen an der Dauer und Stärke der Zermürbungseffekte vor. Ist mir auch aufgefallen. Und was verschoben wurde, ist die Erhöhung der Häufigkeit von Feldkämpfen in der Kampagne. Denn einige haben sich beschwert, dass man bei jeder Nebensiedlung, auch wenn sie nur ein einziges Gebäude haben, dass dann gleich wieder eine Belagerungsschlacht kommt. Und das finden viele, ja, das muss nicht sein, da reicht dann auch auf einer niedrigen Stufe eine Feldschlacht. Kommen wir zum anderen. Und zwar Raiki hat seine Imperiumsfolgen zusammengeschnitten zu einer großen Lore-Folge. Ach nee, das ist Imperiale Marine. Sorry. Das mit Imperium, das war schon vorher. Da ist es, wo ich gerade davon geredet habe. Ja, da alle Imperiumsfolgen zusammengeschnitten. Und der YouTuber Total War Battles, der zeigt uns Korne versus Nörgel.
Von Games Workshop gab es auch eine E-Mail, und zwar ist der Feldbrief für Warhammer Age of Sigmar endlich da. Den könnt ihr euch dort kostenlos herunterladen. Und Profile für offene Feldschlachten sind jetzt ebenfalls wieder verfügbar zum Herunterladen. Na, ich wünsche euch damit viel Spaß. Ein ganz anderes Thema. Ich habe ein Video dazu gemacht, dass ich mein Warhammer Fantasy Roleplay wieder aufleben lasse. Mit zwei anderen Spielern, die auch immer sehr aktiv waren. Und wann das Ganze genau losgeht jetzt, das werdet ihr noch in einem anderen Video erfahren. Außerdem bin ich am Freitag auf der Gamevention 2022 in Neumünster-Holzenhallen. Wenn ihr mich dort treffen wollt, am Freitag bin ich da, dann schreibt mich gerne an. Wir können das gerne arrangieren. Gezeigt wird Gaming, E-Sport, süße Cosplay-Mädchen, die ich mir alle mitnehmen werde, Live-Musik und ein Mittelaltermarkt zu meinem einzigartigen Multiversum wird das Ganze vereint werden. Und ich bin mal gespannt, was mich da erwartet auf 85.000 Quadratmeter. Damit sind wir am Ende. Hinterlasst gerne ein Like und ein Abo. Und dann sage ich bis zum nächsten Video oder im Livestream.